So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. Wir haben hier gerade einen neuen Entspannungs- und Erholungs- und Spaßhartbereich eingerichtet. Und dieser Raum, weiß ich noch nicht genau, wozu ich den benutze noch, aber ich könnte da ja auch das Gefängnis hinmachen, weil der ist ja sowieso Quatsch hier. Wie geht's hier denn? Nicht so cool. Weißt du was? Ich lasse dich jetzt einfach mal frei. Und dann machen wir hier Gefangene draus. Dann kann ich nämlich hier... Vielleicht gibt es da noch mehr Gefangene mal. Wer weiß das schon. So, ist die jetzt weg, die Olle? Oder latscht die jetzt wieder hier rum? Die latscht ja immer noch rum. Naja, gut. So, was ist denn los mit dir? Ja, starke Erholungsmangel. Geh doch mal Poker spielen. Oder weißt du, Geier, was du machen willst? Ja, der Strom. Der reicht mir auch noch nicht ganz hier. Muss ich sagen. Wir brauchen auch wieder ein bisschen Holz. Holz. Der Strom, der reicht mir nicht ganz. Und es ist Herbst. Da muss es innen dann schon schön warm sein. Ah, wir könnten auch das hier auch noch aufmachen. Dann hätte ich hier einen Durchgang. Und man könnte theoretisch noch Batterien oder irgend sowas hinmachen. Irgend sowas. So. Hier ist doch hübsch. Hier ist doch hübsch. Da könnte man auch noch eine große Skulptur machen, ne? Eine riesige Skulptur. Ne, wir machen mal eine große Skulptur noch. Eine einzige, bitte. Und hier noch Möbel. Gibt es da noch was Schönes? Einen Blumentopf. Das ist doch nett. Und eine Vorratskapsel. Und was ist es diesmal? Oh, es ist Medizin. Ich hätte jetzt schwören können, es ist wieder irgendwelche Wolle oder so. Hier so gelber Stoff. Der ist schon ein bisschen angeschimmelt. Oh, ich habe zwei so Granaten. Ja, guck an. Und das ist auch schon fertig. Dann tun wir hier noch Strom hinlegen. Strom. Da. Stromkabel. So, damit das Strom hat. Und dann kann man nämlich hier funken. Und mit dem Teil hier Sachen verkaufen. Das ist praktisch. So, und was hatte ich jetzt gerade auch gesagt? Strom hier legen, das hier machen. Aha, E-Granate habe ich. Genau, das heißt, ich will mal so eine... Sowas? Genau, so ein Ding ausprobieren. Wenn die immer hier oben langlaufen... Ist das der Auslöseradius? Oder was ist das? Ich lege die einfach mal hier hin. Mal gucken. Weil wenn die von hier kommen, laufen die auf jeden Fall hier durch. Ich weiß nicht, ob das der Auslöseradius ist oder was auch immer. Ah, und diese Waffen hier, die würde ich auch gerne verkaufen. Nicht Raumschiff, nein, ich wollte nochmal sowas hier bauen. Jo. Genau, damit ich auch die Waffen verkaufen kann hier. Weil wenn das dann da ist, vielleicht kann ich da schon mal gleich irgendjemand kontaktieren. Hiermit. Funkanlage. Nee, kann ich nicht. Diesen orbitalen Händlern habe ich noch keine Funksignale empfangen. Ah, das gefällt euch hier drin, hä? Die eine spielt hier Poker, die andere Billard. So muss das. Und die Jenny rennt immer noch, oder hat die jetzt schon wieder was anderes Kaputtes an? Ah ne, die hat die Hose. Da wurde erzwungen, dass die eine Hose anzieht. Ich weiß, das ist schon heftig. So, Olle, und du
Was machst du hier? Geh weg! Tja. Und wenn es nicht hell ist, habe ich keinen Strom. Also als nächstes auf jeden Fall die Geothermalenergie für diese Geysire. Ja, da unten wäre auch noch mal einer, aber die bringen auch schon so ganz schön gut Strom ran. Oben ist auch noch mal einer. Hier. Naja. So, hier unten haben wir jetzt alles soweit abgebaut. Haben wir denn dann genug Eisen, Stahl? Ja. Ja, da könnt ihr hier ruhig mal weitermachen mit Sachen bauen. HE-Granaten, einfacher Helm. Haben sie eigentlich alle? Ne, zwei Stück können wir noch brauchen. Und ich hätte gerne auch noch EMP-Granaten. Halt, ich will erstmal gucken, was sie brauchen. Brauchen ein Bauteil. Trotzdem. Nee, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich will Bauteile sparen. Das ist schon wahnsinnig teuer. Leichte Maschinen, Repetier, Splitter, Handgranaten. EMP-Handgranate. Sechs Bauteile. Junge, Junge, Junge. Die könnte man natürlich nachher gut brauchen, falls mal hier irgendwelche bösen Mechanoiden kommen. Weil das sind sowas wie ja, Roboterwesen, die man mit einer EMP-Granate mal kurzfristig außer Gefecht setzen kann. Und das ist dann ganz praktisch, weil die sind schon sehr stark. Und ich bin hier eigentlich vielleicht gut in der Verteidigung im Moment gut, aber die kommen dann meistens mit so einem Raumschiff und verseuchten alles. Und wenn man da nicht schnell genug irgendwas macht, dann ist das verseucht. Ja, wäre irgendwie doof. So, die Plattenrüstung haben wir jetzt, oder wie alle? Ist das richtig? Holzplattenrüstung. Mach doch noch mal 3. 1, 2, 3, 4 kannst du eigentlich machen für alle. Komm. Ob die sich da jetzt ein bisschen langsamer bewegen, ist mir eine Schnuppe. So, wie sieht's denn aus hier? Könnt ihr mal ein bisschen noch Kinder kriegen? Hier. Stier 1. Mach mal was. Mit Q2 oder Q1. Milchfülle 100%. Das heißt, hier muss auch irgendjemand sich mal um Tiere kümmern, außer Jenny. Hier, du bist doch Tierarzt. Kümmer dich mal. Das wenigstens mal, hier heißt es melken. Ich vergessen, wie es heißt. Hier, du sollst das Spiel nicht spielen, geh mal melken. Jetzt schlaft, jetzt schläft die Kuh. Kaum schläft die Kuh, dann gibt es Milch. Im Nu? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gerade gibt es keine Milch im Nu. So, wer gewinnt denn da, hä? Beim Pokern? Aufenthaltsraum fast eindrucksvoll. Aber nur fast. Das kommt noch, wenn wir hier da mal die coolen Skulpturen haben. Da geht was. Und hier tut auch, wenn der Strom weg ist, die Temperatur nicht unter 20 Grad fallen. Das gefällt mir. Eine Kuh ist trächtig. Ha! Jawohl, ja! So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ein paar Kühe züchten. So, was machst du denn? Du kannst das mal fertig machen. Nee, okay, mach mal ein bisschen sauber noch. Entfernt Müll. Aha. 8 Cochlea-Implantate für Silberne. Braucht kein Mensch. Wo putzt du denn jetzt? Los, stell mal eine Skulptur her. Könntest du die erstmal fertig machen hier?
sind nur noch sieben, weißt du? Sieben Arbeit und dann stellst du die zur Seite. Jetzt kannst du von mir aus die große machen. So, aber ich muss hier natürlich immer wissen. Ein Loch. Was, was, was? Ein Loch. Auf dieser Statue ist eine Illustration von Jenny, wie sie das Spiel Billardtisch verliert und ihren nächsten Zug plant. Okay, in der Ferne ist eine Gemeinde zu sehen. Die vertikale Struktur des Bildnisses scheint beinahe dem impressionistischen Stil zu widersprechen. Alles klar. Ist auch wieder mit Jenny hat's was zu tun. Aber gut, was soll's? Machen wir hier hin. Jeder kriegt eine Skulptur in sein Zimmer. Ob sie wollen oder nicht. Jetzt machst du doch eine kleine. Ja, dann mach halt eine kleine. Okay, und wir haben hier wieder HE-Granaten. Kann ich den auch auslösen? Wahrscheinlich muss man da drüber und dieser Dings ist hier. Ja, wir probieren es mal. Jetzt haben wir schon wieder zwei. Aber da geht doch bestimmt hier was kaputt, wenn ich das so mache. Ich will ja nicht, dass da was kaputt geht. Nee, die lassen wir mal. Die lassen wir mal. Was sehe ich denn hier? Da ist gar kein Holzboden. Um Gottes Willen. Was? Vulkanischer Winter? Oh. Ein entfernter Supervulkan ist ausgebrochen und speit Millionen Tonnen Asche in die Atmosphäre. Atmosphärische Asche reflektiert einen Teil der Sonneneinstrahlung, was einen Temperatursturz zur Folge hat. Pflanzen werden aufgrund des fehlenden Sonnenlichts leiden und eventuell eingehen. Dieser Zustand kann in ein paar Wochen wieder enden oder er hält mehrere Saisons an. Wow. Okay. Okay. Wir haben gut essen, aber so ein vulkanischer Winter über mehrere Saisons, was auch immer das heißt, ist wahrscheinlich recht viel. Holla die Waldfee. So. Ich wollte jetzt trotzdem noch hier Dach machen. Und dann hier nämlich Regale hinstellen. Und da kommen dann nur Granaten rein, damit die gleich hier sozusagen parat haben. Ich brauche dringend dann diese Geothermal-Energie. Ja, noch 700, das ist nicht. Das ist ruckzuck gemacht, die Jenny. Wer hat denn Hunger? Ja, ess doch was. Ja, eben. Also. Gut, du hast halt eine Lebensmittelvergiftung. Da ist das Essen halt auch nicht so schön, ne, wenn man dann was isst. Das kann ich so verstehen. Ein Lichtchen brennt hier noch. Alle anderen sind aus. Und drinnen ist es jetzt schon ganz schön kalt. Nachts. Tja. Vulkanischer Winter, minus 3 Grad. Innen wird es zwar langsam warm, aber. So, hier will ich jetzt nur nicht Waffen. Ah, warte, ich lasse die erstmal das fertig bauen. Dann kann ich es, glaube ich, gleichzeitig machen. Oder? Nur wenn man es nicht sieht. Also. Jetzt hat er die auch noch mit. So. Oh nein! Kann ich doch nicht machen. Hier, muss ich so machen. Lager. Also alles löschen und dann Granaten. Nur Granaten. So, und dann hätte ich gerne Einstellung kopieren. Einstellung einfügen. So. Jetzt müsstest du auch nur Granaten haben. Perfekt. Und
hier hätte ich gerne keine Granaten. Ne. Mal sehen, ob sie das jetzt hinkriegen. Sehr schön. So wollte ich das. Genau so wollte ich das. Hä? Wieso baut sie denn jetzt schon wieder ein neues? Das ist sie gar nicht. Wer macht das denn? Die Scarlett stellt die große Skulptur jetzt her. Ja, dann. Was ist jemand untätig? Ja, weil die Scarlett das jetzt macht. Das geht aber natürlich gar nicht. Da bist du nicht so prickelnd. 5 im Handwerk, immerhin. Tja. Hast du halt mal Glück, bis die Statue fertig ist. Bautista hat auch nichts zu tun. Wieso denn nicht? Dann mach mal hier die Dinger weg. Das hier auch. So. Das Heu wird schon langsam knapp. Wo ist Feuer? Hä? Schon wieder gelöscht. Hä? Ein Flüchtling. Ein mittelalterlicher Feudalherr namens Schneefi kontaktiert dich aus der Nähe. Die wird gejagt. Es ist eine Frau. Nein. Snefi schreit panisch durch den blechernen Lautsprecher, bevor du die Verbindung kappst. Sorry. Sorry. Ich hätte aber trotzdem gerne noch ein bisschen hier Holz gehackt. Hier ist irgendwie kein Holz, da müsste er so weit laufen, gell? Naja. Und wir machen nochmal alles Mögliche hier. Jenny, wie sieht's aus? Willst du nicht mal was anziehen? Das Hemd oder eine Hose? Haben wir doch alles hier. Will sie nicht. Will sie nicht, die Gute. Ach, das hier kann man ausmachen. Strom sparen, Mensch. Das hier brauchen wir auch erstmal nicht. Und hier oben brauchen wir auch nicht. Erst wenn einer krank ist. Ne, so ein bisschen Strom gespart wird hier. Vielleicht kommen wir dann mal über die Nacht. So, dass sie wenigstens hier mit 20 Grad pennen können. Fast fertig mit dem Analysator. Und dann... Nee, das bin ich nicht. Da geht's Forschen auch schneller. Ne? Der Analysator... Dieser verbessert die Forschungsgeschwindigkeit und ermöglicht fortschrittliche Forschungsgebiete. Nämlich das hier. Und das ist toll, dass wir dann das hier machen können. Und das hier. Und das und das und das und das. Und Krankenbetten. Und Transportkapsel, schwere Geschütztürme. Da geht alles voran. Aber das nächste, was wir da machen, ist Geothermal. Geothermale Energie. Piratenhändler. Ja. Jenny, geh doch mal hier ran. Oh, eine Rettungskapsel. So, erstmal gucken, was habt ihr da? Scrooge, den Minnesänger. Was kann denn Scrooge so? Scrooge kann mal gar nichts. Scrooge kann mich mal. Skater. Okay, ein Diplomat. Was kann denn Skater so? Brauche ich auch nicht. Aber Bauteile. Bauteile kann ich brauchen. Auch wenn es nur 5 sind. Immerhin. Was ist das? Eine weiße Zubereitung von Psychit, die geraucht werden kann. Nein,
keine Drogen. Go Juice. Künstliches Herz, bionischer Arm, Bier. Oh, ich kann die Sachen verkaufen. Ich kann die Kacke verkaufen. Diese ganzen schlechten Waffen. Juhu. Sehr gut. Schwanger. Schwanger. Ach, jetzt sind beide Kühe schwanger. Was? Ich kann mir das nicht leisten? Ach du Kacke. Verkauf halt ein bisschen Kraftstoff. Nee, das langt nicht, gell? Och nö. Ich hab da kein Silber liegen. Deswegen kann ich mir das nicht leisten. Aha. Also, hier kommt das Silber weg. Kein Silber. Und dafür bitte hier Silber. So. Gut, Leute. Wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Macht's gut.